gesehen mit meinem Lambo, mit der Garage. Boah, die Leute sind so anstrengend, machen so Auge, ne? Ey, die Leute haben so Auge gemacht auf mein TikTok, ne? Ich sag euch ehrlich, dieses Auge war schon wieder so dreimal so groß. So groß war es, das Auge gewesen. So. Ich habe einen TikTok hochgeladen mit meinem Lambo und meiner Garage und habe so gezeigt. Ich wollte damit nicht mal flexen, Digga. Ich wollte es einfach nur zeigen, weil ich selber cool fand, ne? Weil die Garage da wieder babamäßig aussah auf meinem TikTok. Da schreiben die direkt rein. Ja, ich mache ja in meinem Leben nichts. Das ist voll unfair. Ich gönne dir das nicht. Du machst doch nur YouTube-Videos. Das ist so unfair. Andere Leute haben das viel mehr verdient. Und ich denke mir so, hä? Habe ich irgendwas verpasst, Digga? Jeder da draußen von euch kann sich hier anmelden auf YouTube, kann direkt mit Videos anfangen. Jeder. Kostenlos, Digga. Stell dir das mal vor. Das macht mich auch wirklich, ey, die Besten, das sind immer wirklich so rentnermäßig. So Rentner, die sehen mich mit dem Lambo. Erst war mal anders gewesen. Boah, ich glaube vor einer Woche oder so. Vor einer Woche, da spricht mich so ein, ja, das war ich, ja, vor ein, zwei Wochen war es, da bin ich mit dem Lambo gefahren. Zack, bin ich mit dem Lambo gefahren, Leute. Und meistens mal, wenn ich mit dem Lambo fahre, fahre ich direkt das Erste, was ich mache, fahre ich den Lambo waschen. Da kommt auf einmal so ein alter Mann zu mir mit seiner Frau, die haben auch gerade ihr Auto gewaschen und sagt so, ah, bist du nicht der aus dem Internet? Meine Enkel gucken dich. Ich sag so, ja, ja, der bin ich. Hier, ich. Und dann sagt er immer, ja, deine Enkel gucken mich immer, aber du nervst. Also ich finde dich nicht so gut. Okay. Ja, ich sag so, ja, es ist ja auch in Ordnung so. Ich mache ja vielleicht für eine andere Zielgruppe Videos. Ist ja auch legitim. Erstmal war das ein Cringe-Moment gewesen, weil ich den Typ nicht angesprochen habe. Aber ich habe damit gar kein Problem. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, du machst Videos, feiere ich nicht, ist das in Ordnung für mich? Warum soll ich da... Ich habe deswegen keinen Hass auf die Person oder sonst was. War schon aber cringe gewesen. Da hat er so gefragt, ja, was machst du denn da? Ich sag so, ja, ich mache Videos im Internet, wie man ja unschwer erkennen kann. Und dann sagt er, und davon kann man sich so ein Auto leisten. Ich sag so, ja, anscheinend läuft's ja bei mir ganz gut. Und dann sagt er so, ja, naja, das ist ja unfair. Wie kann man denn so viel Geld verdienen mit Videos im Internet? Also, nee, das ist unfair. Ich habe gesagt, es kann sich jeder auf YouTube anmelden. Es kann jeder Videos auf der Plattform machen. Das ist ja kein Hexenwerk. Ich sag ja, wenn das jeder kann, dann kann ja auch jeder Lambo fahren. Ist ja gar kein Problem. Dann sollen sie sich anmelden und Videos produzieren. Dann werden sie doch sehen. Ey, das regt mich schon mal so auf, ne? Real Talk, ich weiß noch, wo ich mein erstes dickes Auto hatte, den C63. Wisst ihr es noch? Damals, Oldschool-Zeiten, den C63. Leute, da habe ich mein erstes YouTube-Cash so richtig verdient. Mal so, wie man es kennt, so wie es im Bilderbuch steht. Das erste Geld mit YouTube verdient, direkt dicke Auto geholt. Ich weiß noch, also das war wirklich nicht mal genug Geld gehabt. Gerade so den C63 konnte ich bezahlen. Leute, ihr glaubt nicht, wie viele auf einmal mit YouTube angefangen haben. Alter, ihr glaubt wirklich, in meinem Freundeskreis 10, 20 Leute bestimmt mit YouTube auf einmal angefangen. Damals mich ausgelacht. Ah, Digga, guck mal, der macht Videos im Internet. Ah, voll lustig. Auf einmal alle YouTuber. Alle YouTuber, alle wollten mit mir ein Video machen. Nach zwei Wochen war es aber auch schon wieder vorbei gewesen, hat keiner mehr Videos gemacht. Ja, müssen wir nicht drüber reden, ne? Man muss nur durchziehen, dann schafft man das. Ja, Eispider zu 1000%. Ich belief dran. Wer durchzieht und Bock drauf hat und einfach das Ziel hat, YouTuber zu werden, der kann auch YouTuber werden. Und wisst ihr, was auch wirklich so viele Leute vergessen? Ich mache ja YouTube schon jetzt seit, also den Kanal habe ich seit 2013, aber ich mache ja YouTube insgesamt schon seit 2011, 2012 auf anderen Kanälen. Also ich mache jetzt, sagen wir mal, YouTube seit 2011, 2012. Und das sind 8, 9 Jahre. Und von diesen 8, 9 Jahren habe ich die ersten 5 Jahre gar kein Geld verdient. Nix. Kein Cent. Nada. Nix. Nit. Nix. Nix. Weißt du, die Videos, anfangs 5 Leute geguckt. 5 Leute. 5 Jahre habe ich die gemacht, sag ich jetzt mal, ohne Geld, weil ich einfach Bock drauf hatte, weil ich es gefühlt habe. Ich habe Ausbildung gemacht, ich habe nebenbei 8 Stunden gearbeitet, habe Ferienarbeiten gemacht, sonst was, aber habe nebenbei immer YouTube gemacht, weil es mein Hobby ist, Digga, weil es mein so Lifestyle-mäßig ist, weißt du, weil ich es gefühlt habe. Und Digga, meint ihr, das sieht irgendjemand da draußen? Die denken alle, ich habe mit YouTube angefangen, direkt 3 Millionen Abonnenten. Direkt von heute auf morgen. Wenn ich das Geld gegenrechnen würde, was ich gearbeitet habe und kein Pfennig verdient habe, dann komme ich auch aufs Gleiche hinaus. Dann bin ich auch ganz normaler Arbeiter, weißt du, was ich meine? Aber das sieht keiner. Jetzt sehen die nur, ah, dicke Lambo, dickes Haus. Boah, kotzt mich das an, Alter. Das ist echt so, wo ich denke, ihr... Digga, macht noch mehr Augen, fallen euch die Augen raus. Das ist ja auch das Problem, die Leute wollen es ja auch nicht sehen, ne? Boah, wisst ihr, was ich noch am meisten cringe finde? Das habe ich auch so oft. Also das meiste, wo ich die Leute treffe, ist eigentlich, wenn ich den Lambo waschen fahre. Dann kommen irgendwelche zu mir an und wenn ihr mich kennt, Leute, ich bin nicht einer, der euch irgendwas erzählt wie, boah, meine Uhr war so teuer, das war so teuer oder sonst was. Ich erzähle auch nicht, wie teuer der Lambo war. Wenn mich jetzt wirklich mal einer fragt und das, wo ich merke, okay, der interessiert sich wirklich für sowas, dies, das, dann sage ich auch mal, wie teuer der Lambo war, so, weißt du?
weißt du? Aber so eine Sache interessiert mich eigentlich gar nicht. Also ich trage immer noch die gleichen Klamotten, die ich vor 5 Jahren getragen habe. Die Hose kostet, weiß ich nicht, 50 Euro und die T-Shirts kosten 20 oder 30 Euro. Klar, das Einzige, was ich mir echt gönne, sind so die Moncler-Jacken, weil Moncler ich unnormal feiere. Aber das ist auch die einzige Marke, die ich trage, die teuer ist, die ich hier zu Hause habe. Ansonsten, ich trage immer noch die gleichen Sachen. Jedenfalls kommen dann Leute zu mir an mit ihren getunten Autos oder so, ohne dass ich das gefragt habe. Cooler Lambo, den du da hast. Das ist eine ganz schöne Kiste, Alter. Aber meiner, ja, du, der hat auch 100.000 gekostet. Ich guck ihn so an. Einfach so aus dem Nix, so fängt, so wirklich real talk. Oder da kommt auch einer an, so kam mal einer zu mir an. Ich stehe da so, wasche mein Auto. Er sagt so, ey, geile Karre und so. Ich dachte so, ey, cool, ein Autofan und so. Kann ich ein bisschen mit denen über Autos quatschen und so. Und der war da mit einem Audi A4 da. Und ich hatte die Skydweller umgehabt, also die Rolex. Habe ich auch nicht so oft um, aber ab und zu habe ich so um. Und dann sieht er so die Rolex und fragt so, ist sie echt? Ich sag so, nee, aus Türkei. Er sagt so, naja, ich habe auch eine kleine Uhrensammlung zu Hause. Ich sag so, ey, geil, was hast du denn so für Uhren und so? Wollte mich einfach so ein bisschen, hat mich so interessiert und so. Er hat dann mir die aufgezählt und dann sagt er so, naja, meine ganzen Uhren, die kosten wahrscheinlich auch so viel wie dein Lambo. Ich guck ihn so an, so richtig weggecringed erstmal. Ich sag so, ey, geil und so, freut mich. Naja, meine ganzen Uhren kosten bestimmt auch 400.000. Nächstes Mal wenigstens seine Adresse, Digga. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Leute einfach sich so messen wollen, weißt du? Und ich sag euch, Leute, ihr könnt zu mir kommen, Digga. Ihr könnt ein Polo fahren, ihr könnt ein Clio fahren, ihr könnt Fahrrad fahren, Digga. Ihr könnt wegen meiner mit Tretroller kommen. Ihr könnt mit Fußball auf Fußball gerollt kommen. Ich sag euch ehrlich, Leute, das ist mir auch wichtig. Ich behandle jeden Menschen gleich, ob er viel Geld hat oder kein Geld hat. Und ihr müsst nicht vor mir erzählen, dass ihr der Reich auf dem Planeten seid, es ist mir wirklich real talk, es ist mir bei Gott egal. Du kannst Jeff Bezos sein mit 200 Milliarden, es ist mir egal. Das kommt auch nicht cool, ich sag euch ehrlich, das kommt nicht cool. Ach, Kinders, das ist schon, ey, passieren schon manchmal echt lustige Sachen so. Ich komme mit Bus. Bei Instagram kann man dich gar nicht anrufen. Ach, Luca, sag bloß, man kann mich nicht bei Instagram anrufen. Ich werde direkt die Funktion einstellen, dass mich jeder anrufen kann. Das ist eine gute Idee. Danke, Luca. Ehrenmann. Boah, da habe ich das wohl aus Versehen ausgestellt. Wie doof von mir, Leute. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. So. Da habe ich die Funktion schnell mal geändert, dass ich auch natürlich telefonisch erreichbar finde für die Leute, die mir auf Instagram folgen. Danke, ey, da muss Luca, danke. Einfach ehrenhafter von dir, dass du mich dran erinnert hast. Finde ich, muss man echt sagen, gut.